Hallo ihr Lieben, heute nehme ich euch mit auf eine kleine Reise nach Budva, Montenegro. Wir haben hier 3 Jahre nacheinander einen Sommerurlaub gemacht und ich werde euch berichten, was es hier zu sehen gibt. Ich werde euch die Strände zeigen, die Sehenswürdigkeiten und das Essen darf natürlich auch nicht fehlen. In Budva gibt es eine sehr lange Strandpromenade. Meiste Strände sind Kiesstrände, aber es gibt auch ein paar Sandstrände. Es gibt auch viele Strände, die mit Liegen ausgestattet sind und Schirmen. Das Wasser ist sehr sauber und klar. Das erste Mal waren wir im August und das zweite Mal Ende August, Anfang September. Das Wasser war sehr warm und jetzt im Juli war das Wasser sogar wirklich, wirklich warm, auch abends. Juli ist in Budva Hochsaison und es sind sehr viele Menschen unterwegs und die Strände sind auch ziemlich voll. Dieses Video habe ich tatsächlich letztes Jahr gefilmt, am Ende August, und hier könnt ihr auch sehen, dass es nicht so voll ist. Es sind nicht so viele Menschen am Strand. Es gibt in Budva auch einen sehr berühmten Strand. Es heißt Morgren und das ist ein Sandstrand. Es ist immer sehr voll und uns hat es nicht gefallen. Hier sind wir abends dahin spazieren gegangen um 7 Uhr und ihr könnt sehen, der Strand ist immer noch sehr voll. Es ist im Saison und außer Saison immer wirklich voll. Aber man kann trotzdem dahin spazieren gehen, um es sich selber anzuschauen. Der Weg dahin ist wirklich schön und man hat auch schöne Landschaften auf dem Weg dahin. Uns hat dieser Strand nicht wirklich gefallen, weil es voll mit Strandliegen war und da war nicht viel Platz, einfach mit Badetuch sich hinzulegen, und es war sehr, sehr voll, sogar außer Saison, nicht nur für Liegen, aber auch für Schwimmen. Es gibt auch ein anderes sehr berühmtes Strand in Budva, oder eigentlich ist es eine Insel, aber dahin fährt man wirklich wegen dem Strand. Die lokale Name dieser Insel ist Sveti Stefan, aber sie nennen es auch Hawaii. Dahin gehen Boote, denke ich, fast jede halbe Stunde oder jede Stunde. Es hat dieses Jahr 5 Euro gekostet. Dahin fährt so ein Boot. Der Boot macht eine kleine Tour um die naheliegenden Städte oder Orte und dann fährt es nach Sveti Stefan. Diese Fahrt fand ich wirklich schön, weil ich solche Bootfahrten wirklich genieße und man sieht dann auch ein paar andere Städte auf dem Weg. Aber man kommt ziemlich schnell an Sveti Stefan. Wie ihr hier sehen könnt, das Wasser ist wirklich kristallklar, sehr sauber und wirklich schön. Aber der Strand ist sehr voll und wir waren hier außer Saison bei unserer ersten Reise und es war trotzdem wirklich, wirklich voll. Was mich noch gestört hat, war, dass die Steine am Strand sehr groß und teilweise auch sehr scharf waren und dazu noch sehr rutschig. Es war wirklich eine Herausforderung, ins Meer zu kommen, ohne sich dabei zu verletzen. Wir waren nicht sehr lange auf der Insel, weil wir hier nicht wirklich schwimmen konnten und es gab damals nicht so viele Essensmöglichkeiten. Wir wollten aber ein paar Cocktails trinken und da waren wir auch sehr enttäuscht, weil wir haben eigentlich normale Cocktails gekauft, aber die haben wie Virgin Cocktails geschmeckt. Was ich euch noch empfehlen würde, ist abends schwimmen zu gehen und ich würde euch das wirklich, wirklich empfehlen. Im Saison ungefähr nach 6 Uhr, außer Saison nach 5 Uhr, kurz nach Sonnenuntergang. Das Wasser ist traumhaft warm, da sind nicht so viele Menschen unterwegs und man kann einfach in Ruhe schwimmen. Und wie ihr seht, ich habe das wirklich genossen. In Budva gibt es ein ganz schönes Altstadt mit Gebäuden aus solchen hellen Stein. Ich liebe solche Städte oder Altstädte mit kleinen engen Straßen. Man kann da einfach stundenlang spazieren, immer wieder was Neues finden, kleine süße Restaurants und Cafés finden, wo man gemütlich einfach
Zeit verbringen kann. Dieses Video ist wieder außer Saison am Ende August gemacht und früh Nachmittag. Es sind nicht so viele Menschen unterwegs, es ist ganz ruhig. In Saison sieht es etwas anders aus, aber ich würde trotzdem sagen, auch in Saison, wenn man früh rausgeht, sind die Straßen oder ist der Altstadt nicht so voll und man kann ganz schön spazieren. Es gibt in Altstadt auch eine süße Bäckerei. Ich wollte es euch auch zeigen, weil mir diese Backwaren in dieser Bäckerei wirklich, wirklich geschmeckt haben und ich wollte es euch auch dann empfehlen. Im Kern des Altstadts befindet sich Zitadella und der Stadtmauer. Ich werde euch erst die Zitadella zeigen. Hier waren wir vormittags unterwegs und es waren nicht so viele Menschen unterwegs. Der Eintritt kostet 4,50 Euro. Pro Person und man kann dann in Ruhe spazieren gehen, schöne Fotos machen und einfach die schönen Landschaften genießen. Von Zitadella sieht man den ganzen Altstadt und es sieht einfach wunderschön aus. Man sieht den Hafen, den ganzen Strand von Budva und auch den kleinen Insel Hawaii. Auf der anderen Seite sieht man sogar etwas von dem Mogrenstrand. Bei jeder Reise waren wir hier in Zitadella, weil wir es einfach sehr schön finden. Und wir waren auch nach dem Sonnenuntergang. Und ich muss sagen, es ist dann auch wirklich schön. Es sieht etwas anders aus und der Himmel ist sehr schön. Es ist angenehm, nicht zu warm und es sind auch nicht wirklich viele Menschen unterwegs. Ich kann es wirklich empfehlen, zweimal dahin zu gehen. Einmal vormittags und einmal dann nach Sonnenuntergang, um auch diese Blicke zu genießen. Wenn man von Zitadella dann rauskommt und einfach geradeaus geht und sich nach links dreht, kommt man zum Stadtmauereingang. Der Eintritt ist nur 2 Euro und wenn man wirklich langsam geht, Fotos macht und den Weg genießt, dann dauert es etwa 30 Minuten, nicht länger. Hier waren wir auch schon zweimal, beide Mal vormittags. Es waren nur ein paar Menschen außer uns auf der gleichen Zeit unterwegs. Man hat wirklich Zeit in Ruhe, alles sich anzuschauen und das Ganze zu genießen. Aber wirklich wichtig, viel Wasser mitzunehmen, weil es dann vormittags oder kurz nachmittags auch sehr warm wird. Vom Stadtmauer sieht man auch die schönen kleinen Restaurants im Altstadt und kann sich dann auch schon einen Ausruheort nach dem Spazieren aussuchen. Und wenn wir schon übers Essen reden, dann sind Cevapi das meistgeliebte oder meistberühmte Gericht wahrscheinlich in Montenegro. Es gibt das gleiche auch in Kroatien. Manche von euch kennen es wahrscheinlich. Die werden auf einem Grill vorbereitet, wie auch sehr viele andere Gerichte. Das hier ist mein Lieblingsgericht oder mein Lieblingsfleisch. Das ist ein Kassler vom Grill und das werde ich für euch auch bald nachkochen und den Rezept mit euch teilen. Es gibt viele Fleischgerichte vom Grill und die werden dann meist mit Gemüse oder Kartoffel oder Pommes serviert. Die Portionen sind auch sehr groß und man wird wirklich satt. Das hier ist unser Lieblingssalat aus Montenegro, es heißt Šopska-Salat und es wird fast in jedem Restaurant serviert. Für Fischleber gibt es natürlich auch sehr viel in Montenegro, sehr viele leckere Gerichte. Alles was aus der Region kommt, ist preislich auch sehr günstig, würde ich sagen. Alles, was dann nicht aus der Region kommt, kostet natürlich etwas mehr.
Was wir auch gemerkt haben, ist, dass die Preise in diesen 3 Jahren etwas gestiegen sind. Nicht viel, aber ein bisschen. Und die Preise, die ich euch hier genannt habe, sind von dieses Jahr 2023. Natürlich können die Preise auch etwas nach Restaurant variieren. Ich wollte euch auch unsere Unterkunft zeigen. Es heißt Apartments Palabusic und es ist nur etwa 10 bis 15 Minuten von Strandpromenade entfernt. Und es gibt auch viele Restaurants und Supermärkte 2 bis 3 Minuten von dem Apartment entfernt. Es ist ein ganz simples Apartment mit kleiner Küche und einen schönen Balkon. Und hier haben wir wirklich unser Frühstück immer genossen mit dem schönen Blick auf Bergen. Wenn du auch sowas für deinen Urlaub buchen möchtest, dann schreib mir einfach in den Kommentaren und ich werde dir alle Details gerne dazugeben. Wir haben jetzt etwa 5 Tagen einfach die Zeit am Strand genossen und heute ist es ein bisschen wirklich. Und wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt dann heute ein bisschen wandern. Es sollte eine schöne Dorfrestaurant geben. Wir werden sehen, ob es schön ist und ob wir es dahin schaffen. Und es sollte da auch ein schöner, so kleiner Wasserfall oder Canyon geben. Werde ich euch alles zeigen. Jetzt haben wir ein bisschen schon geschafft. Und letztes Jahr haben wir hier, oder waren wir auch hier. Es gibt ein Kloster hier auf dem Weg nach oben. Und wenn man hier hin möchte, dann am besten für die Frauen die Brillen. Die Brillen wären schon. Es ist warm. So, wenn man hier hin will und als Frau, dann bitte die Knie und die Schultern auch bedecken. Heute gehen wir dahin nicht, deswegen kann ich auch meine Shorts tragen. Aber wenn man dahin möchte, es ist schön, da gibt es eine schöne Aussicht auf Budva und die haben da ein sehr schönes Garten. Ich werde für euch auch ein paar Einblicke von letztem Jahr dann hier einblenden. Ich war schon öfters an solchen Orten, aber irgendwie vergesse ich immer, wie man sich verkleiden soll. Und bei diesem Besuch war auch mein Kleid etwas zu kurz. Die Knie sollten immer bedeckt sein, Knie und Schultern. Schultern waren bedeckt, aber Knie nicht. Zum Glück hat dieser Kloster auch eine Lösung dafür. Man kann solche Wickelröcke sich leihen und dann den Kloster anzuschauen. Ich fand diesen Ort wirklich schön. Die haben schöne Gebäude und einen schönen Blick auf Budva. Und am meisten hat mir der kleine Garten gefallen. Für uns geht es jetzt weiter. Fünf Kilometer. Die Straßen sind sehr eng und die sind befahren. So, man muss sehr vorsichtig gehen und auch die Autos aufpassen. Es sieht gar nicht mal so schlimm aus auf der Kamera, aber es ist schlimm. Der Weg zu Krapina von Budva, so wir sind, wie ich schon erwähnt habe, fast am Strand und davon ist es etwa 7 Kilometer. Das sollte 1,5 Stunden dauern, aber weil es alles steigend ist und es ist warm, dauert es etwa länger. Bei uns hat es, denke ich, etwa 2 Stunden gedauert und hier dachte ich, dass wir schon da sind, aber
Wir mussten dann noch etwas weiterlaufen. Hier haben wir schon das Restaurant gesehen. Und plötzlich geht es dann nach unten und man freut sich, weil es dann einfacher ist. Aber man denkt nicht, dass der Weg dann zurück erst damit anfängt und man muss das wieder hochklettern. Ja, das haben wir dann gemerkt bei dem Weg zurück. Im Krapina oder am Restaurant hat uns dieser süße Hund begrüßt und auch den Weg zum Wasserfall gezeigt. Man kriegt einen Schlüssel, wenn man ein Restaurantgast ist, und man kann dann da in Ruhe schwimmen. Der Weg dahin ist ein bisschen holperig. Hier soll man wirklich Zeit nehmen und vorsichtig gehen, weil diese Steinplatten nicht alle fest sind und man sollte wirklich drauf achten und langsam gehen. So schön sieht der Wasserfall aus. Das Wasser dort ist sehr sauber, aber wirklich kalt. Und wie ihr seht, der Hund hat auf uns wieder gewartet. Ich fand das wirklich, wirklich süß und hat uns dann bis zum Restaurant begleitet. Der Restaurant ist sehr schön. Ich finde solche Orte ganz speziell. Es ist quasi in der Mitte von nirgendwo. Da waren auch nicht viele Menschen unterwegs. Hier kann man sich einfach hinsitzen, die Sonne genießen, die Ruhe genießen. Oder man kann auch direkt sich ins Restaurant hinsetzen und was Leckeres zum Essen bestellen. Hausgemachte Granatapfelsaft und natürlich Bier. Prost. Prost! Zum Saft und Bier haben wir uns Salat bestellt und Fisch. Es war alles sehr rustikal, so sehr hausgemacht, aber wirklich lecker. Zum Dessert gab es auch solche traditionelle kleine Donuts mit Honig. Die kann ich nämlich auch wirklich empfehlen. Die gibt es fast in jedem Restaurant und die schmecken sehr lecker. Der Weg nach Budva war auch etwas einfacher, weil fast der ganze Weg nach unten ging und die Landschaften waren schön und das Wetter war auch dann schon sonnig. Jedes Jahr bei unserem Urlaub haben wir viel spaziert und viele schöne Stellen und Orte gesehen. Und wenn man von Altstadt etwas weiter geht, so man geht nicht nach rechts zum Altstadt, sondern etwas weiter und dann nach links kommt man zu dieser Ort. Also so, ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Es sind einfach Steine, man sieht den ganzen Altstadt ganz schön. Man sieht den ganzen Strand von Budva. Hier kann man schöne Videos und Fotos machen. Und abends sind hier viele Fischer unterwegs. Und wenn man von Altstadt einfach weiterläuft, dann kommt man zu dieser schönen Statue, die Tänzerin Ballerina. Und hier sieht man wieder den Altstadt ganz schön. So, es gibt viele Stellen, den Altstadt und Budva und dem Meer und alles sich anzuschauen. Und jeder dieser Stelle ist etwas anders, hat etwas Besonderes. Was ich auch empfehlen würde, ist kurz nach Sonnenuntergang dahin zu gehen, dann färbt der Sonne die Berge etwas rot, wie ihr hier sehen könnt, und das fand ich auch wirklich schön beeindruckend. Ich hoffe, dir hat die kleine Reise nach Budva gefallen. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach einen Kommentar und ich werde dir gerne weiterhelfen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.